Durchsage auch von Leuten, die sozusagen hinter dem Lautsprecherwagen stehen. Es wäre total toll, ihr versteht uns viel, viel besser, wenn ihr uns... Vielleicht zur Information. Der runde Tisch umfasst Multiplikatoren vor allem aus diversen Stadtteilinitiativen Berlins. Wir sind der Ansicht, die falsche Gleichsetzung von einer gewählten mit einer demokratischen Partei verschleiert den Kern der AfD. Einigen. Wann? Wo und wie will der AfD und mit ihr der gesamten extremen Rechten im Jahr 2024 gemeinsam entgegentreten wollen? Und in diesem Sinne, kein Recht auf Nazi-Propaganda! Auf Nazi-Propaganda! Es gibt kein Recht auf Nazi-Propaganda! Und immer mehr privatisiert wurde, unsere Bildung kaputt gespart wurde, Geld in die Rüstung statt in unsere Daseinsvorsorge gesteckt wurde. Na, es gibt kein Recht auf Nazi-Propaganda. Es gibt kein Recht auf Nazi-Propaganda. Und das gleich so ungehört. Ich habe versprochen, nur 3 Minuten zu reden. Ja. Und dadurch wird es immer länger. Und ich will eigentlich nur sagen, um die AfD aufzuhalten, müssen wir alle, die wir hier stehen, selbst kündigen, der heute hier für euch sprechen wird. Und zwar ist das Ario Mirzai. Er ist Mitglied der Grünen-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus. Er ist dort Sprecher für Strategien gegen Rechts und Sprecher für soziale Räume. Ario engagiert sich seit vielen Jahren in antifaschistischen Bündnissen und Organisationen. Hass die AfD, ganz Berlin! Hass die AfD, ganz Berlin! Şimdi artık Almanya uyandı. Çok önemli tehlike var sağ taraftan, faşistler taraftan ve bizi hepimizi göndermek istiyorlar. Sadece bizi göçmen kökenli, Türkiye'li ve bütün öbür göçmen kökenliler değil, sağcılar gibi düşünmeyen herkese zarar verecekler ve herkes için büyük bir risk. Ondan insanların uyanması ve bu kadar çok insanın sokağa çıkması çok önemli ve çok mutluyum ondan bugün. Bir sürü bir şey yapılması lazım. Nerede olursak sokakta, mecliste, iş yerimizde her zaman ırkçılık söylentiler olursa buna karşı çıkmamız lazım. Ama tabii ki devlet de işini yapması lazım. Bence bir AfD yasağı da gözden geçirilmesi lazım aynı anda. Ama hepimiz örgütlememiz ve sağa karşı mücadelemizi vermemiz lazım.